Schönen guten Abend, ich bin der Raphael. Ich grüße ganz herzlich alle Piraten, alle Gäste und sonstige Interessierte. Ich bin hier in Kassel beim Kreisverband der stellvertretende Kreisvorsitzende. Dazu wird aber Ihr Volker was sagen. Ich werde, wie schon angekündigt, hier kurz unsere Hochschulgruppe vorstellen. Was ist die Piraten-Hochschulgruppe? Wir haben uns im Jahr 2009 gegründet, weil wir auch gesagt haben, die Piratenideen sind so gut, die wollen wir nicht nur in der Kommunalpolitik oder in der Landes- oder Bundespolitik umsetzen, sondern wir wollen das ganz gerne auch an der Uni machen. Wir sind derzeit 6 Mitglieder. Wir konnten auch zum Glück jetzt im Laufe der letzten Zeit hier auch wieder ein neues Mitglied hinzugewinnen und hoffen, dass uns da auch noch einiges gelingen wird. Morgen startet die Wahl, wie sicher schon jeder Interessierte gelesen hat. Von Dienstag bis Donnerstag könnt ihr wieder Stupa, Senat und andere Hochschulgremien wählen. Da hoffen wir, dass wir hier viele von euch erreichen werden, dass wir hier für euch weiterhin einen guten Job machen können. Wir saßen in der letzten Legislaturperiode im Stupa, im Senat, also im höchsten Universitätsgremium, und haben für euch da die Piratenwerte oder was wir dafür halten, vertreten. Wie euch? Wir sind die Piraten-Hochschulgruppe aus Kassel. Genau. Genau. Wir kandidieren jetzt bei dieser Wahl wieder für das Studentenparlament und würden uns auch da freuen, wenn wir euch da wieder würdig vertreten könnten. Damit ihr ja auch immer die neuesten Infos über uns erfahrt, waren wir bisher auf Twitter und auf StudiVZ bzw. MeinVZ vertreten, also auf den aktuellen Social Media Seiten. Seit heute sind wir auch auf Facebook online. Es hat ein bisschen länger gedauert. Wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, Piraten, Facebook, geht das? Wir sind dann zum Entschluss gekommen, die Leute sind auf Facebook, wir müssen die Leute da abholen. Aber natürlich müssen wir auch auf die Kehrseite eingehen und haben auch einen entsprechenden Leitfaden online gestellt, wie man sich auf Facebook verhält, dass man zumindest nicht komplett seine Daten komplett offenlegt. Dann rufe ich euch natürlich ganz herzlich auf, wer zumindest diejenigen, die studieren, sind sicher der ein oder andere hier, geht zur Wahl, egal ob uns geht oder ein anderes Paar oder eine andere Liste. Es ist wichtig, dass wir zeigen, wir wollen die letzte studentische Demokratie behalten. Es wird leider immer weiter dran gesägt, zum Beispiel das höchste Universitätsgremium nicht mehr das volle Sagen. Das kann nicht sein, wir müssen zeigen, durch eine hohe Wahlbeteiligung, wir wollen, dass es in Zukunft aber sich wieder ändert. Anschließend, vielleicht als kleine Motivation hinterher, gibt es noch eine kleine Wahlparty im K19, wo der Asta großzügigerweise je 5% Wahlbeteiligung 30 Liter Freibier spendiert. Vielleicht gibt das ja. So, als kurzen Ausblick, was haben wir vor? Wir wollen unsere Arbeit natürlich wie gesagt fortsetzen. Wir konnten viele Anträge schon durchsetzen, wir jetzt in der letzten Zeit. Wir konnten erreichen, was uns vor 2 Jahren noch nicht gelungen ist. Zum Beispiel, dass ihr hier die aktuellen Stupa-Unterlagen jetzt auch im Internet findet. Dass jeder Student oder jeder Interessierte sich da auch reinlesen kann und auch diskutieren kann. Das reicht uns natürlich alles noch nicht. Wir haben noch mehr Ideen und dass es was wirkt, sieht man jetzt schon. Als wir 2009 angetreten sind, waren wir mit unseren Ideen oftmals alleine. Transparenz und dergleichen wurde eigentlich kaum angenommen. Die Anträge wurden großenteils abgelehnt. Mittlerweile fordern auch schon andere Listen Transparenz und andere Geschichten. Freuen wir uns natürlich und hoffen, dass es umgesetzt wird. Wer Interesse hat, wir treffen uns am 30.01. im Hurricane von der Piraten-Hochschulgruppe. Wir würden uns natürlich wieder über neue Interessierte freuen. Und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen von euch bald hier auf unserer Liste begrüßen. Dankeschön. Dann geht es weiter mit Requisite. Wir haben hier eine großartige Spitztüte mit Störtebeker Tee und eine Flasche Rum. Und zur Seite dann das Schweinheiligtum bzw. die Terrorsau. Ich weiß nicht, ob jemand schon eine Verbindung herstellen kann zwischen allen drei Requisiten hier. Ich versuche das mal zu machen. Ich fange mal mit dem Schnaps an. Stellt sich mal vor, für die vielleicht die Karte nicht gelesen haben. Ja, genau. Also ich bin Volker Berthaut, bin der Vorsitzende vom Kreisverband. Und habe jetzt den Job, einmal vorzustellen, was wir im letzten Jahr so gemacht haben, vor allen Dingen aber auch ein bisschen zu gucken, ist ja Neujahrsempfang, was denn im neuen Jahr so kommt und auf uns zukommt, was unsere Pläne sind. Ja, ich fange trotzdem beim Schnaps an. Und zwar haben wir den Schnaps geschenkt bekommen beim Landesparteitag im vergangenen Jahr von unserem
damaligen Landesvorstand von Uwe Schneider und von Ralf Paschak. Die haben den Kreisverband Kassel damals ausgezeichnet für besondere Aktionen und besondere Aktivität, die halt auf Landesebene und zum Teil auch auf Bundesebene auf reges Interesse gestoßen sind. Und insofern kommen wir halt hier vom Schnaps zum Schwein. Das Schwein ist nämlich eine dieser Aktionen. Das haben halt Piratenaktive aus Kassel in mühevoller Klein- und Heimarbeit genäht, ausgedacht. Ist eine Aktion zur Freiheit statt Angst Demo in Berlin gewesen. Und damit haben wir halt in einem großen Protestzug hier mit fürchtet euch nicht, keine Angst vor Terrorismus und jedes Mal eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Also die Ursprungsidee war, eine Sau durchs Dorf zu treiben. Dann war die Idee, wie kriegen wir das hin? War der Vorschlag, wir machen einen Hund und Bauschaum und ansprühen. Das ging mit unseren Tierschutzideen nicht richtig zusammen. Und stattdessen wurde es dann halt die, das Schwein, was wir durch Berlin getragen haben und war halt einfach ein Protest. Grundsätzlich sind die Piraten ja gegen Überwachung und staatliche Überwachung und es ging gegen biometrische Merkmale in Pässen, gegen die Vorratsdatenspeicherung im Wesentlichen, gegen den Zensus. Also es ist ja unglaublich, was in letzter Zeit an Gesetzen zur Überwachung von unbeschuldigten Bürgern herumschwirrt. Ja, dann kurz zur dann gibt es ja noch die Spitztüte Tee. Das war nicht die einzige Aktion, die wir gemacht haben. Es gab auch viele weitere Aktionen, zum Beispiel mit einem größeren Stand auf der Konichi. Wir haben am CSD teilgenommen, hatten da einen sehr bunten und sehr schönen Stand. Das hat alles sehr viel Spaß gemacht. CSD, mit dem, was ist das? Das ist der Christopher Street Day. Da geht es um Gleichberechtigung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Und es gibt einen im Kreisverband, der häufig da einfach nochmal die entscheidende Idee gibt und Hand anlegt und so. Und deswegen würde ich, also der Schnaps ist für den Kreisverband, den werden wir heute der Veranstaltung stiften. Aber ich möchte Michael nochmal besonders auszeichnen für großartige Ideen und Verdienste. Gut, dann zum klassischen Redeteil. Wir gucken erstmal zurück, was ist denn letztes Jahr so passiert. Wir waren ein Kreisverband, der zur Kommunalwahl antreten wollte, waren Anfang des Jahres so in etwa 60 Mitglieder. Der Peter hat schon gesagt, Kommunalwahl ist super gelaufen, 4 Mandate. Und plötzlich ganz neue Anforderungen, die auf einen zukommen und mit denen man sich beschäftigen muss. Wir hatten dann hinterher die niedersächsischen Kommunalwahlen. Auch da haben die Piraten ja super abgeschnitten und unsere direkten Nachbarn in Göttingen sind auch in den, ins Stadtparlament da eingezogen. Und natürlich die Berlinwahl. Und seitdem sind halt Piraten in aller Munde und wir spüren das halt auch dadurch, dass halt bei unseren Veranstaltungen mehr los ist. Wir sitzen jetzt nicht mehr mit 10 Leuten irgendwie beim Plenum, sondern plötzlich sind es 20 Leute. Und unsere Mitgliederzahlen haben sich von den 60 Mitgliedern im letzten Jahr ungefähr auf 90, knapp 90 Leute im Moment in Kassel erhöht. Also Riesenerfolg. Wir freuen uns natürlich, dass so viele neue Leute dabei sind. Ist auch genug Arbeit, die wir jetzt angehen müssen. Sind auch guten Mutes, dass sich das in diesem Jahr noch weiter fortsetzt. Ja, mit den neuen Mitgliedern kommen natürlich auch neue Ideen und neue Interessen mit in den Kreisverband. Das freut uns auch. Also da kommen wir jetzt in ganz, ganz neue Bereiche rein. Freuen uns immer, wenn Leute Themen aufgreifen und sagen, wir wollen dazu was ausarbeiten. Sind auch, ich glaube, das ist auch vielleicht, wenn man so in der Runde guckt, merkt man, so jung sind die Piraten dann doch nicht, wie man sie im, in der Zeitung immer liest. Also es ist schon auch ein gesunder Misch aus jungen Leuten und halt älteren Politikinteressierten. Insofern sind alle willkommen. Ich habe zweimal mich angeguckt. Boah. Nein, das ist schon los. Ja, genau. Und einfach, weil halt auch immer wieder die Frage kommt, Piratenpartei, am Anfang war es eine Ein-Themen-Partei, dann in letzter Zeit kam man halt irgendwie diese Themen der Erweiterung stärker in den Vordergrund.
wollte ich einfach nochmal diese beiden Kernthemen, es geht um freies Wissen und darum, wie man mit den neuen technischen Möglichkeiten umgeht und um den Gedanken, dass Wissen verbreiten eigentlich was Positives ist, den wollte ich einfach nochmal herausstellen und dann den Schutz vor staatlicher Überwachung, das Recht auf Privatsphäre, das wir, glaube ich, wie keine andere Partei verkörpern, dass wir das einfach nochmal herausstellen und sagen, an der Stelle sind die Piraten die Partei, die das am glaubwürdigsten und vertritt und damit auch sehr, sehr wichtige Themen, die auch in der Zukunft aktuell bleiben werden, am besten auf dem Plan hat. Ja, das sind grundsätzlich ja erstmal Themen, die eher in der Bundes- oder Landespolitik relevant sind. Wir sind jetzt aber halt, unsere Möglichkeiten beschränken sich jetzt konkreter erstmal auf Kreistag und Stavo. Und da sieht man aber auch, dass vor Ort halt solche Sachen sehr schnell relevant sein können. Jetzt hat man zum Beispiel im Landkreis, irgendwie so als das klassischste Thema, wir haben Urheberrecht oder was macht man mit Wissen und schützt man das, verbietet man das oder nicht. Der Landkreis ist auf die Idee gekommen, das Wappen zu schützen und das Wappen zu schützen vor Verwendung. Und deswegen hat der Landkreis eine Wappenschutzsatzung ausgearbeitet und beschlossen, wo halt jeder Bürger, der halt das Wappen seines Landkreises nutzen möchte für einen Webauftritt, für seine Vereinszeitung oder sowas, erstmal um Erlaubnis fragen muss, dass er das nutzen darf. Und dann das im Zweifel sogar noch mit einer Gebühr verbunden sein kann, damit es dann so benutzt werden kann. Haben wir uns gegen ausgesprochen, haben wir leider nicht kippen können, aber ich glaube, das ist halt irgendwie, so alleine dieses Thema Urheberrecht kommunal macht halt auch hier schon was aus. Dann das Thema Transparenz. Ich glaube, kein anderes Thema von den Piraten ist halt so relevant auch für kommunale Politik wie das Thema Transparenz. Und ich möchte, damit das jetzt nicht zu lang wird, eigentlich nur ein Thema rausgreifen und das ist die Sache mit der Rekommunalisierung der Wasserversorgung. Da haben wir aus der Wiesbadener Zeitung erfahren, dass das war, glaube ich, auch am Freitag, dass die Stadt Kassel sich dafür entschieden hat, die Wasserversorgung zu rekommunalisieren, weil nämlich dann nicht mehr das Land und das Kartellamt des Landes für die Kontrolle der Preise zuständig ist, sondern das Regierungspräsidium und es wären keine Preise mehr, sondern Gebühren. Das wird halt den Wasser in städtischen Werken aus der blöden Situation raushelfen, dass die nicht wirklich rechtfertigen können, warum ihre Preise deutlich höher sind als woanders in Hessen oder auch im Bund. Und das haben sich halt auch, es ist jetzt kein Einzelfall in Kassel, das haben auch andere Städte gemacht. Aber anstatt zu sagen, irgendwie wir erklären das und es gibt dafür Gründe, dass die Wasserpreise halt viel zu hoch sind hier, also oder dass alle denken, die Wasserpreise sind zu hoch und zu sagen, wir erklären, woran es liegt und wir machen unsere Bücher auf, sagen die, nee, dann suchen wir halt lieber das Versteck und stehen uns dann aus der Situation raus und retten uns unter die Obhut des Regierungspräsidiums. Und ich glaube, an der Stelle kann man halt sehen, Transparenz ist halt irgendwie bei städtischen Gesellschaften, vor allen Dingen, wenn es halt nur die Wahl gibt, ich hole mein Wasser aus städtischen Werken, ist halt eine Verpflichtung und eine Verantwortung der Stadt und der städtischen Gesellschaften gegenüber den Bürgern, dass man halt nicht das Gefühl haben muss, irgendwie die zocken mich ja ab. Genau, da gibt es hoffentlich eine andere. Vielleicht eine Sache noch, das ist dann auch transparent geworden, nachdem es in der Wiesbadener Zeitung stand und nachdem wir übers Wochenende an der PM gearbeitet hatten, in dem offenen Pad, hat dankenswerterweise die HNA das am Sonntag doch nochmal in einer relativ großen Meldung aufgegriffen. Also die HNA sorgt da sicherlich auch in Zukunft weiter dafür, dass wir sowas immer rechtzeitig erfahren. Gut, ansonsten würde ich jetzt nochmal ganz kurz darauf eingehen, hoffenweise neue Leute, die da sind und die Interesse haben, halt dieses Projekt Piratenpartei weiter zum Erfolg zu führen. Ich würde ganz kurz noch mal so ein anderes geben, was man denn machen kann, um sich zu beteiligen. Das fängt an, irgendwie bei Treffen teilnehmen. Unsere Pläne sind halt immer offen und für alle. Wer kommt, hat halt auch gleichzeitig das Stimmrecht. Wir machen mal Meinungsbilder, wie wir uns denn entscheiden wollen. Das klappt eigentlich sehr gut und wir haben uns auch bisher immer dran gehalten. Man muss nicht zu den normalen Treffen kommen, man kann auch sagen, irgendwie ich starte ein Treffen, ich starte eine Gruppe, die sich mit einem ganz bestimmten Thema auseinandersetzt und ich nenne das Crew oder ich nenne das Stammtisch oder wie auch immer. Also es ist völlig frei, irgendwie alles was im Sinne der Ziele, man wird hier geraten ist, da freuen wir uns, wenn von jedem Initiative ausgeht.
Und dann gibt es natürlich auch Sachen, irgendwie, wir haben eine Mailingliste, die sehr, sehr aktiv benutzt wird und darüber kann man so Aktionen starten, wie wir entwerfen mal einen Flyer, wir entwerfen mal einen Text, das kann eine PM sein, die wir hinterher an die Presse schicken, das kann aber auch einfach ein Artikel sein, es kann Inhalt für irgendwie eine Veranstaltung sein, die wir planen. Also da sind halt der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt und wir würgen da eigentlich auch überhaupt nichts ab, sondern irgendwie alles, was an Ideen kommt, das wird halt verbessert und das ist halt so die Idee, irgendwie Sachen aufgreifen, Anregungen geben und verbessern und halt irgendwie nicht stoppen, sondern und ja, also weiterentwickeln. Gut, dann nochmal kurz einen Ausblick auf das nächste Jahr, was uns weiter bewegen wird. Dieses Jahr. Ja, 2012. Ja, 2012, also genau, jetzt, ab jetzt und die nächsten Tage und die nächsten Monate und so. Wird sicherlich das Thema Transparenz in der Stadtverordnetenversammlung eine zentrale Rolle spielen. Das hat sich ja vor Weihnachten, ging es ja schon los mit dem Thema, die Stadtverordnetenversammlung soll gefilmt werden. Es gibt jetzt eine neue HGO, durch die das Ganze noch ein bisschen einfacher geworden ist. Und wir haben halt in unserem Kommunalwahlprogramm schon gefordert, dass die Stadt eine Filmaufzeichnung der Stavo anbieten soll. Es gibt Städte, die machen das vor. In Kiel ist es zum Beispiel super, da kann man die, das ist im Grunde so eine Art YouTube-Video, das eingebunden ist auf der Webseite der Stadt. Dann gibt es dazu eine Tagesordnung, man kann sich durchklicken. Das ist ein ganz einfacher Link zu der Zeit im YouTube-Video, wo das ist. Also es ist halt technisch eine minimale Hürde. Es braucht halt bloß diese Aufzeichnung und es braucht jemanden, den es reinstellt. Das kann nicht mit ewig hohen Kosten verbunden sein. Und wir denken, die Stadt sollte sich da in eine Richtung bewegen, dass das möglich wird. Und das wird sicherlich weiterhin dieses Jahr ein Thema bleiben. Ansonsten, Langes Feld ist schon angesprochen worden. Wir freuen uns tierisch, dass die Bürgerinitiative und das Bündnis da die notwendigen Unterschriften gesammelt hat. Ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal ganz herzlich bei den Grünen und bei der Grünen Jugend bedanken, die halt zusammen mit der Bürgerinitiative einen ganzen großen Teil der Arbeit gemacht haben. Aber es gibt halt jetzt seit langer Zeit, ich weiß gar nicht seit wie lange, aber es gibt endlich mal die Chance, dass halt Kasseler Bürger zum ersten Mal weiß ich halt nicht genau, aber irgendwie über ein wichtiges lokales Thema oder kommunales Thema abstimmen können. Und ich fände es sehr, sehr schade, wenn die Stadt jetzt diese Chance vergeben würde und sich da in irgendeinen Rechtsstreit oder in irgendein Verfahren rauswinden wollte. Ich denke, die Unterschriften zeigen, dass es halt ein wichtiges Thema ist. Frische Luft und die Frischluftversorgung für die Stadt betrifft halt unheimlich viele Menschen und jetzt einfach zu sagen, wir wollen das aber und wir drücken das durch, ist glaube ich nicht der richtige Umgang halt jetzt mit diesem Bürgerbegehren. Insofern werden wir uns da weiter dafür einsetzen, dass es zu dem Bürgerentscheid kommt. Vor allen Dingen auch deswegen, weil man halt mit dem Bürgerentscheid dann ja auch endlich mal eine Entscheidung hat. Es hilft ja auch keinem, wenn wir jetzt ewig darauf warten, dass das Verfahren zu Ende ist, dass es vielleicht eine zweite Instanz gibt. Dann begleitet uns das ewig, ist auch keinem mitgeholfen. Ansonsten werden wir das Thema Windkraft begleiten im kommenden Jahr. Da bin ich in der Regionalversammlung als Mitglied mit drin und wir wollen schauen, dass halt da eine möglichst starke Beteiligung der Kommunen und halt ein Dialog mit den Kommunen stattfindet und nicht gesagt wird, irgendwie hier, da, zack, das ist euer Gebiet, da wird gebaut. Ja, wir werden ganz stark wahrscheinlich auch in Richtung Weiterbildung irgendwie innerhalb der Partei was machen, dass wir untereinander und Schulen irgendwie nutzt man das Wiki, einfach weil so viele neue Leute dabei sind. Wie benutzen wir Mailinglisten, wie funktionieren irgendwelche Abläufe. Das wird ein großes Thema sein und was mich auch besonders freut, ist, dass Kassel auch bundespiratisch ein wichtiger Veranstaltungsort bleibt. Wir werden im März jetzt die Marina Kassel haben, wo aus den Landesverbänden so zwischen 3 und 8 Teilnehmer kommen, wo über Landtagswahl und Bundestagswahl gesprochen wird, wie da die Vorbereitungen sind, das Ganze organisatorisch zu planen. Das wird eine sehr spannende Sache sein und im Herbst gibt es die Open Mind, die findet dann schon zum dritten Mal in Kassel statt. Das ist ein von der Piratenpartei organisiert, aber halt kein parteipolitischer, sondern ein offener Kongress, um über netzpolitische Themen zu sprechen, um Ideen
auszutauschen, wie verändert das Internet die Gesellschaft, und dieses Thema Post-Privacy war zum Beispiel letztes Mal dabei, und es gibt halt immer sehr, sehr interessante Vorträge, sehr gute Ideen, die hinterher auch im Netz noch abrufbar sind, und da werden wir halt auch wieder so Größenordnung 100 Piraten und Nicht-Piraten, aber im Bereich piratischer Themen unterwegs, Leute hier haben und sehr, sehr interessante Diskussionen führen. Jetzt komme ich zum Schluss. Ich danke mich und freue mich, dass du mal gekommen bist und für den Landesverband auch noch ein paar Grußworte spricht. Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, die ich bekommen habe hier vom Landesverband. Und meine blöde Frage: Wie viele Leute kennen die Piraten jetzt auch ein bisschen historisch? Also können die Leute mal. Okay, ich würde sagen jetzt, das ist eher die Minderheit. Das ist gut, weil sonst würde ich nämlich die Mehrheit langweilen. Also ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber einfach ein bisschen was über die Piraten erzählen, wer die eigentlich sind. Die haben sich, also überall hört man in den Medien, das ist eine junge Partei, die haben sich 2006 gegründet, in Schweden ursprünglich. Und zwar auf eine Urheberrechtsthematik. Der Volker hat es auch vorhin schon gesagt, das ist auch aktuell Thema. Und hat dazu geführt, dass das Recht auf Privatkopie durch entsprechenden, sagen wir, negativen Lobbyismus in der Politik dazu geführt hat, dass die Politik eben dieses Recht unter Strafe gesetzt hat. Und da die Schweden ein recht freiheitsliebendes Völkchen sind, sind die auf die Barrikaden gegangen, haben eine Bürgerinitiative gegründet. Aus der Bürgerinitiative ist dann die Piratenpartei dann entstanden mit relativ schnell fast 50.000 Mitgliedern und drittstärkste Partei dann in Schweden. Diese Idee, also das Thema war da zentral Urheberrecht und gleichzeitig auch Bürgerrechte, diese Idee, die ist dann relativ schnell im Grunde genommen international geworden. Ja, die ist über die Grenzen von Schweden geschwappt, und wir haben mittlerweile über 40 Länder, in denen jetzt Piratenparteien oder Gruppierungen sind, die dann auch jetzt inbegriffen sind, sich zu gründen, zu Parteien, weil natürlich als Bürgerinitiative sieht man das immer wieder, ATTAC, Greenpeace, andere, Amnesty International, die versuchen von außen auf die Politik einzuwirken, aber letzten Endes hat man doch den Eindruck, dass oftmals andere Kräfte ja, wirken und nicht unbedingt die anderen sozusagen da zum Zuge kommen. Und deswegen haben natürlich auch da die Leute gesagt, okay, wir müssen in das System rein, weil man kann das System halt nur verändern, wenn man im System ist. Das heißt, daraus haben sich dann die politischen Parteien dann gegründet. Russland ist vielleicht mal auf dem Radar gewesen. Die durften sich leider nicht Piratenpartei nennen, weil Piraten ist was ganz Böses. Ja, die sind ja nur auf Ausbeutung und sowas aus. Die heißen jetzt halt Partei ohne Namen. Dieses Jahr dürfen die sich nicht umbenennen. Ja, das war so, heißt auch das Parlament in Russland oder nicht? Nee, okay, Piraten. Ja, das Thema Urheberrecht hatten wir gerade letzte Woche auch nochmal mitbekommen. Das ging groß durch die Medien. Schlagwort SOPA, Stop Online Piracy Agreement. Danke. Ist eigentlich ein US-Thema, hat aber weltweit für Aufruhr gesorgt und hat auch dafür gesorgt, dass für einen Tag bestimmte Internetseiten, wie auch unter anderem Wikipedia, sozusagen ihren Dienst verweigert haben. Wir haben jetzt alle solidarisch mitgemacht, auch Piratenparteien, und haben immer nach den USA geschaut. Aber witzigerweise, wir haben das Gleiche hier in Europa, das nennt sich nur nicht SOPA, sondern es nennt sich ACTA. Und da hört man leider gar nichts von. Was Problem ist, ist, dass ACTA nicht aus dem Europäischen Parlament direkt
diskutiert und verhandelt wird, sondern das läuft in, ja, wirklich hinter verschlossenen Türen. Da kommen wir zum Schlagwort Transparenz. Ja. Da sind Vertreter aus verschiedenen Ländern, die das aushandeln. Und zwar so, dass wir alle, wie wir hier sind, am Ende uns ja, freuen dürfen, wenn wir zum Beispiel von einem Land ins nächste reisen und plötzlich am Zoll stehen und jemand fragt, ja, können Sie mir mal Ihren MP3-Player geben? Wir wollen mal gucken, ob Sie irgendein Lied drauf haben. Mittlerweile Handys sind alle imstande, mit Musikdateien umzugehen. Das, also im Grunde genommen wird da was vorbereitet, was die Bevölkerung nicht mitbekommt, und es wird ganz massiv und gravierende Auswirkungen auf uns alle haben. Von daher ist auch einfach an der Stelle, sei nochmal gesagt, die Piratenbewegung, ja, für mich ist es gar nicht die Piratenpartei, sondern für mich ist es eine Piratenbewegung, das ist die große Stärke von uns, ja, dass wir wirklich, wir machen nicht Halt an Ländergrenzen, sondern wir sind weltweit aktiv. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was über die Piraten erzählt. Jetzt komme ich mal zurück wieder hier nach Hessen, weil ich bin ja vom Landesverband hier und wir sind in Hessen. Da gab es im Dezember letzten Jahres eine erste Umfrage bezüglich der Landtagswahl, wo denn die Piratenpartei unter anderem, natürlich nicht den ganzen anderen Parteien, ja, wieder der Trend ist. Und oh Wunder, ja, ich meine, Berlin hast du ja schon angesprochen. Wir sind in Hessen im Moment bei 6%. Ja. Ich meine, es ist ein Trend, es ist noch lange hin, was bis dahin passiert, das kann keiner im Moment sagen. Aber mir geht es darum, einfach dieses Signal mal zu nehmen und zu sehen, die Piraten sind, in, wie du auch sagtest, in aller Munde. Ja. Offenbar passiert da irgendwas. Ja. Und das stellen wir auch fest natürlich in den Medien, wie über uns berichtet wird. Vor Berlin konnte man vom Glück reden, dass man vielleicht mal einen Artikel bekam. Und nach Berlin haben sich die Leute gar nicht mehr vor Interviewanfragen retten können. Ja. Also, ja. Wenn man jetzt sich überlegt, die Piraten, was ist denn an denen so besonders? Ich meine, wir haben ja Politik, wir haben Parteien, wir haben 5 oder 6 Parteien jetzt im Moment im Parlament. Ist doch alles gut. Warum will denn da jetzt noch eine neue Partei da sich da reinmischen? Dann kommt man an den Punkt, wo man sich fragt, okay, in was für einer Gesellschaft leben wir? Ja, wir gucken uns um, viele haben Handys, ja, oder wir gehen an den Geldautomat, wir gehen ins Internet, ja, und wir stellen fest, wir sind vernetzt überall. Ja. Information ist im Grunde genommen das Kulturgut, ja, was damals, ich sag jetzt mal, der Buchdruck war. Ja. Das Internet ist eine Kulturtechnik, und die Dimension, die ist vielen noch überhaupt nicht ins Bewusstsein gedrungen. Ja. Da wird halt, ich sag mal, wie damals mit der Dampfmaschine, da waren Menschen, die haben sich in eine Eisenbahn gesetzt, da haben die Leute gesagt, ab 30 km/h stirbt man. Ja. Und natürlich ist niemand mitgefahren oder wurden auch riesige Drohkulissen aufgebaut. Das gleiche passiert mit dem Internet. Ja. Das sehen wir alle. Wir hatten das 2009 mit der Ursula von der Leyen mit der Kinderpornografie. Wer ins Internet geht, ist ganz klar, wird man mit Kinderpornografie an jeder Ecke konfrontiert. Ja. Wer ein bisschen damit zu tun hat, stellt vielleicht etwas anderes fest. es geht nicht darum, zu sagen, das Internet ist ein ja, Paradies, vielleicht da passiert nichts, ja, sondern im Gegenteil, es ist genauso, wie man in ein Buch Dinge reinschreiben kann, die kriminell sind, die Anleitungen zu sagen wir, nicht so guten Sachen stehen, kann man auch im Internet letzten Endes Dinge verbreiten und finden, die man vielleicht nicht möchte. Was ich sagen will ist, es ist ein Werkzeug. Wer dieses Werkzeug benutzt und zu welchem Zweck, liegt an uns Menschen. Ja? Das heißt, wir entscheiden, was wir da reinmachen oder reingeben oder was wir, wie wir es nutzen. Das, und da komme ich eben an den Punkt, dass die Piraten aus meiner Sicht nichts anderes sind
als Repräsentanten der Informationsgesellschaft. Ja. Die und die Repräsentanten der Informationsgesellschaft, das soll heißen, die stehen einfach neuen Technologien offen gegenüber, die haben nicht so viel Angst, ja, sondern die sehen durchaus die Chancen, vielleicht sogar mehr Chancen als Gefahren. Ja. Und wenn man sich auch anguckt, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt hat, wenn wir nicht den Mut gehabt hätten, uns auf neue Dinge einzulassen und zu experimentieren, wäre die Evolution nicht, hätte die nicht dazu geführt, dass wir jetzt hier sitzen mit Kameras, Internet und weiß ich nicht was, und wir würden immer noch in unseren Höhlen hausen. Ja, also es ist ein bisschen überspitzt, aber es soll einfach nur deutlich machen, ein bisschen Mut gehört dazu, dass man auch einfach... Oder Hunger. Oder Hunger, ja. Raus aus der Höhle. Okay, ansonsten... das ganz, ganz große Thema, was du sagtest, was wir auch sehen, ist das Thema Transparenz. Man muss einfach sagen, um einen selbstbestimmten Menschen in die Lage zu versetzen, dass der Entscheidungen fällt oder fällen kann, braucht er natürlich auch Bildung, um die Informationen bewerten zu können, aber er braucht überhaupt erstmal die Information. Ja? Wenn man die Information ihm vorenthält, dann wird er einfach nicht über etwas wissen, was er vielleicht wissen soll, was wichtig ist, was vielleicht unmittelbaren Einfluss auf ihn hat in sein Leben, sondern der wird halt denken, alles ist gut, ja? Wenn man ihn halt im Glauben lässt. Das war diese Geschichte mit dem Wasser, so gern zum Beispiel. Von daher sehen wir halt auch das Thema Transparenz ganz klar als Punkt, um, was wir eben auch immer mitbekommen, Korruption. Ja? Um Korruption zu bekämpfen, das kann man im Grunde genommen, meiner Meinung nach, nur indem man die Dinge offenlegt, indem jeder sagt hier, also jeder, der in der Verantwortung steht, der Gesellschaft, der Bevölkerung, um Rechenschaft abzulegen, danke, der wird, also dem hilft man, oder der hilft sich im Grunde genommen selbst, wenn er auch den größtmöglichen Einblick in seine Aktivitäten gibt, denn letzten Endes, kriegt das Feedback hier, was da passiert, das ist eigentlich nicht so ganz sauber. Ja? Und dann kann man sich auch wieder darüber besinnen und sich fragen, okay, dann mache ich vielleicht, überschreite ich Grenzen, die jetzt einfach, die ich nicht überschreiten sollte. Und in dem Moment, wo man das aber nicht macht, sondern sich im Recht fühlt, ja, dann verliert man unter Umständen auch ganz schnell ein Unrechtsbewusstsein, ja? Weil man wird ja nicht kritisiert für irgendwas. Das ist ja alles in Ordnung. Ja? Ja, ansonsten glaube ich, was uns auch unterscheidet von den anderen Parteien, ist unser Selbstverständnis. Nämlich, was wir nicht machen wollen, ist dieses Lagerdenken. Ja? Also ich fand das ganz schlimm, als diese Umfrage war, was ich vorhin erzählt hatte, und dann ging es los, der Partei wurden Stimmen weggenommen. Ja? Da habe ich mich gefragt, wem gehört denn hier die Stimme von ihm, von mir, von da werden das Recht. Und an der Stelle muss ich einfach sagen, für mich, aus meinem Verständnis, Piraten stehen für Themen. Und zwar die Themen, die wichtig sind für die Gesellschaft, die Bevölkerung, lokal, ja, regional, wie auch immer, auf welcher Ebene. Und darum geht es. Und deswegen bin ich der Meinung, die ganzen Parteien, wie sie da sind, sollten mal aufhören, sich diese ganzen Lagerkriege da zu geben und auch Machtkämpfchen, sondern die sind einzig und allein dafür eingesetzt worden, damit sie die Sachen für die Gesellschaft regeln. Ja? Und das heißt, es geht um Inhalte und es geht darum, Lösungen zu finden für die Probleme, die Gesellschaft hat. Das heißt, nicht sich hinsetzen und sagen, du CDU, du Linke, du Grüne, mit dir rede ich nicht, mit dem rede ich und bei dir weiß ich noch nicht. Sondern wir haben ein Problem. Ja, wir, mein Kind hier in Kassel, wir haben ein Problem. Du CDU, was hast du denn für eine Idee? Du Linke, was hast du denn für eine Idee? Und du Grüne, was hast du denn für eine Idee? Ja, und dann setzt man sich hin, diskutiert die Sachen und kommt idealerweise zu einer Lösung, die sieht anders aus, als die CDU oder die Linke oder die Grünen sich vielleicht überlegt haben, aber es
beinhaltet vielleicht einfach mehrere Aspekte und unterm Strich kommt für alle idealerweise die beste Lösung raus. Und von daher mein Appell einfach auch an unsere, und ich sage jetzt nicht politische Konkurrenten, weil wir sind nicht hier in einem Wettbewerb, sondern wir sind, wir arbeiten gemeinsam. Ja, und das heißt im Grunde genommen, unsere, sag mal, vorhin war, du hast es schon gesagt, unsere Kollegen, das sind einfach. Und an der Stelle möchte ich auch dieses Leistungsding einfach raushaben. Ja. Okay, was ich auch immer wieder feststelle, wenn man so durch die Medienlandschaft sich durchliest oder hört, dann geht es immer ganz schnell darum, die Piraten. Sind die jetzt links? Sind die rechts? Oder wo sind die überhaupt? Ja, also ständig dieser Piraten, irgendwie jemanden in irgendeine Ecke setzen zu wollen. Ja. Statt mal zu sagen, das sind die Piraten. Ja, okay, das sind die Piraten. Und ich meine, es gibt so einen Spruch, ja, aber die Piraten sind nicht links, sind nicht rechts, die sind vorne, weil die wollen die besten Lösungen haben. Und genau so, in dem Sinne, sollten wir das auch einfach machen. Wir sollten uns nicht von irgendwelchen Ecken und Lägern beeinflussen lassen, sondern wir sind da, um für die Menschen da zu sein. Ja? Politik für die Menschen und auch von Menschen. Weil wir sind hier Menschen in erster Linie und nicht, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber Titel haben eine Bedeutung für mich in einem bestimmten Bereich, aber nicht, die geben einem nicht das Recht, automatisch dann Recht oder mehr Recht zu haben wie jemand ohne Titel oder so. Sondern einfach allgemein. Also, diese ganzen Rückenklag-Diskussionen kennen wir. Und von daher kann ich nur appellieren, ich glaube, die Piraten hören zu. Die hören mir den Menschen zu, die gehen nicht her und spiegeln sich ein, ziehen sich zurück in den Elfenbeinturm und machen eben irgendwas untereinander aus und sind letzten Endes nichts anderes als Selbstzweck, versuchen sich selber auch am Leben zu halten, sondern die reden mit den Leuten. Das ist genau der Punkt, die Mitmachmentalität. Ja. Jeder Mensch, also auch, ich sag mal, unsere Kollegen aus anderen Parteien sind herzlich willkommen, bei uns mitzumachen, denn bei uns darf jeder auch mit Doppelmitgliedschaft mitmachen. Ja. Also muss nicht sein Parteibuch abgeben, wenn es hier darum geht. Und wir sind auch offen für andere Ideen und letzten Endes kann jeder, also auch wenn er nicht mit Pirat ist, sondern Freibeuter, bei uns ist das immer alles ein bisschen nautisch von der Beschreibung, kann kommen und mitmachen. Ja. Und ich denke, das ist auch ein ganz großer Unterschied, den wir haben. Und er muss nicht in irgendeinem Gremium erstmal sein oder irgendein Amt. Also wenn ich immer höre, der Landesvorsitzende, denke ich immer, ich bin Mensch. Und deswegen glaube ich, dass wir auch da einfach viel mehr auch die Menschen ansprechen. Ansonsten, also wenn man uns in irgendeiner Richtung einen Stempel drauf geben möchte, ich glaube, dann passt am ehesten noch sozialliberal. Ja. Und, mit IE geschrieben, liberal. Ja. Okay. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen was über was uns unterscheidet gesagt. Ich bin ja auch als Repräsentant des Landesverbands hier und würde jetzt ganz kurz nochmal ein bisschen einen Ausblick geben, was wir eigentlich jetzt dieses Jahr so auf dem Radar haben. Also, was ganz, ganz vorne steht, ist bei uns das Thema Vernetzung. Ja, weil Piraten sind einfach aus der Historie heraus kleine Gruppen gewesen. Jeder macht was und jeder arbeitet, aber letzten Endes natürlich kriegen wir viel mehr gemeinsam gestemmt, wenn wir wirklich auch uns kennen, auch aus Nachbarkreisen und auch vielleicht darüber hinaus und uns bei Aktionen gegenseitig unterstützen. Also ich sag mal frei nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Ja. Aus diesem Grund hatten wir vorgehabt, das hatte der Volker vorhin gesagt, es gibt eine Marina Kassel, das ist auf Bundesebene und wir wollen das Ganze als eine Hessen-Marina. Also die Marina, auch da vielleicht nochmal, das ist eigentlich eine Bezeichnung für einen Yachthafen.
Und da treffen sich sozusagen die Kapitäne der jeweiligen Schiffe. Und die Schiffe sind sozusagen versinnbildlich dann die Länder. Und hier machen wir das Ganze eben als Treffen, wo wir dann auch wirklich so eine Art Kaperfahrt machen. Ja, wir wandern durch die Kreise und wir wollen dann auch eben, jeder soll den anderen auch mal kennenlernen. Das haben wir. Dann haben wir auch Vernetzung unserer Kommunalpolitiker, weil natürlich auch unsere Kommunalpolitiker jeder erstmal mit seinem Bereich zu tun hat. Aber oftmals haben wir Themen, die sind hessenweit sozusagen gültig, ja, ein Thema. Da sei als Beispiel genannt Informationsfreiheitssatzung oder dieses Rats-TV wäre das Thema. Und ja, ansonsten haben wir also mindestens zwei Wahlen. Das eine ist die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt. Da haben wir einen Kandidaten, das ist der Herbert Förster. Muss mal gucken, wer da wie abschneidet. Wird bestimmt interessant noch werden. Dann haben wir eine Lahn-Dill-Kreis, eine Landrätin, die jetzt antritt. Und da muss man einfach mal gucken, also wie das halt wird. Ansonsten natürlich ganz groß auf der Agenda ist das Programm für die Landtagswahl. Da sind wir jetzt demnächst im April, Mai rum, wollen wir einen programmatischen Landesparteitag machen. Und haben natürlich dann auch Themen wie Bildung, das Thema auch also Sozialthemen, also weil sowas wie zum Beispiel Sozialgesetzbuch 2, also auch Hartz IV, ist ein kommunales Thema. Ja. Da haben wir auch auf dem Bundesparteitag einige Themen oder einige Anträge zu dem Thema verabschiedet, wo es darum auch ging, einfach den Menschen, die ja, mit Hartz IV zu tun haben, einfach auch ein bisschen mehr wieder ihre Menschenwürde zurückzugeben, weil viele Menschen leider doch in dem Bereich ziemlich der Behördenwillkür dann ausgeübt haben. Das andere ist, wir hatten, ich weiß nicht, ob das einige wissen, wir hatten im Rahmen des Staatstrojaners den jetzigen hessischen Ministerpräsidenten, der damals Innenminister war, mit einer Strafanzeige beglückt. Und weil wir der Meinung sind, das Thema ist einfach etwas, das geht nicht. Ja, wir können nicht hier einfach die Menschen ausspionieren, weil wir glauben, wir haben Interesse mal zu wissen, was der da gerade treibt. Ja, und da gibt es ganz klare und ganz enge Grenzen. Die sind eigentlich so eng, dass man wirklich ganz, ganz gravierende Sachen haben muss, damit man das überhaupt einsetzen darf. Und das wurde doch leider nicht so ganz eng gesehen. Ja. Und an der Stelle wird sich auch dieses Jahr noch einiges tun. Also das Thema ist vielleicht ein bisschen ruhig rum geworden, aber es ist nicht von der Bildfläche verschwunden. Und ja, last but not least, das Thema Kommunalpolitik ist natürlich ein ganz großes, weil wir haben unsere Repräsentanten, wir haben 31 Mandatsträger in Hessen. Und man hat uns natürlich hier auch gewählt, weil man uns geglaubt hat, mit den Themen, mit denen wir angetreten sind, auch hier entsprechend dann die Sachen reinzubringen. Wir werden mit der Landtagswahl nächstes Jahr im Grunde genommen, ich sage jetzt mal, so eine Art Zwischenstand wird da gemacht. Ja? Also wird Resümee gezogen, was haben wir eigentlich bisher kommunalpolitisch gemacht? Ja? Haben wir uns die ganze Zeit mit uns selbst beschäftigt? Haben wir nichts gemacht, waren wir einfach nur da. Und an der Stelle ist halt das Thema mit der Vernetzung, was ich vorhin sagte, halt ein sehr wichtiges, ja, dass wir eben auch unsere Ressourcen, mit denen wir verantwortungsvoll umgehen und eben auch sagen, hey, du in Frankfurt, du in Darmstadt, du in Wiesbaden, ihr habt doch mal was gemacht, ja, das würde ich gerne hier, meinetwegen Kassel oder wo auch Marburg, wo auch immer, würde ich gerne da auch machen. Und dass wir da eben auch, ja, unser Wissen teilen, ja, also dieses Kopieren, ja, weiter nutzen und eben nicht darauf sitzen bleiben und sagen, das ist jetzt meins. Ja. Also das Thema Transparenz ist ein ganz großes auf Kommunalebene. Das Thema Bürgerbeteiligung, Mitbestimmung, mehr Demokratie, was jetzt auch im Grunde über das Ratsbegehren hier in Kassel lief,
Da haben wir auch andere Initiativen laufen. Dann das Thema Visualisierung öffentlicher Haushalte. Es nennt sich Open Spending, ja? Oder offener Haushalt. Okay. Es ist eine Internetseite, da hat, also ist auch ja, Open Source, das heißt, jeder kann es verwenden mit Namensnennung. Sind wir hergegangen und haben die Haushalts, ja, die Zahlen im Grunde genommen, die man in riesenlangen Kolonnen über zig, hunderte von Seiten lesen kann, ja, wo man sagt, ich hätte gerne mal einen Überblick, dann kriegt man den Packen, ja, und darf sich da durchmuseln. Der wurde mit einer Software in einer Form aufbereitet, dass man grafisch, ich sage, dass also die Konten, die man hat, summiert in farbige Flächen dargestellt bekommt. Man kann jetzt im Grunde genommen über diese farbigen Flächen, die sind auch wirklich proportional zu den, zueinander, man kann dann sehen, erstmal ganz einfach, man braucht keine einzige Zahl kennen, wo ist das meiste rausgegangen. Ja? Dann kann man da sozusagen draufklicken und geht dann innerhalb dieses Postens tiefer in die Materie und dann löst sich das immer feiner auf. Und das hilft auch, ich sag mal, für einen Laien, man muss da kein Finanzexperte sein, einfach mal ein Verständnis zu bekommen, wo geht denn das Geld hin? Weil die Kommunen, die sind leider sehr gebeutelt. Ja? Da geht das meiste Geld eben in diese ganzen Sozialausgaben. Aber man kriegt dann Zahlen um die Ohren geworfen, man weiß nicht, in welches Verhältnis werden vielleicht andere Dinge, die einem persönlich wichtig sind, angegangen. Und ich glaube, dass auch die Kommunalvertreter es einfacher haben, zu zeigen der Bevölkerung, was machen die da? Ja? Wo geht das Geld hin? Ansonsten hatte ich gerade vorhin schon mal kurz erwähnt, Informationsfreiheitssatzung. Das ist ein Thema, da geht es darum, dass alle unter ja, der öffentlichen Hand gewonnenen Daten auch eben öffentlich sind. Ja? Also keiner muss eine Gebühr dafür bezahlen, die er mit seinen Steuergeldern ja eigentlich schon bezahlt hat. Ja? Und ansonsten haben wir noch das Schlagwort Open Data, darunter versteht man, dass die Daten, die dann eben vorhanden sind, in einem Format vorliegen, dass eben auch andere das ohne Probleme weiterverarbeiten können und eben nicht irgendeine spezielle Software kaufen müssen, wahrscheinlich nur mit hohen Lizenzen, ja, und dadurch halt eben man da im Grunde eine Hürde hat. Dann haben wir das Thema Bürgerportal, das wird vielleicht auch ganz interessant sein. Da sind jetzt die Wiesbadener, meine ich, entweder schon gestartet oder gehen demnächst an den Start. Da geht es darum, dass man uns mit unseren Mandatsträgern als Dienstleister sieht und diese Dienstleistung sieht dann so aus, dass die Menschen eben auch ihre Belange über eine Seite dann reintippeln. Das geht dann an den Mandatsträger oder eine Gruppe von Leuten, die sich das dann anschauen, gucken, wie kann man das verwursten. Und dann wird das eben in Form von einem Antrag oder wie auch immer weiter ausgearbeitet, dann auch angegangen. Also dass wir wirklich dieses ursprünglich Volksvertreter, ja, dieser Gedanke, dass der wieder wirklich mehr gelebt wird und nicht einfach nur das Etikett trägt. Und das letzte war das Thema mit dem Rats-TV. Da hast du gesagt, HGO ist die Hessische Gemeindeordnung, ja, von vorhin. Da wurde jetzt auch wurden die Hürden gesenkt, dass man das auch einfacher machen kann. Ja, dann wäre ich Gott sei Dank jetzt am Ende. Und möchte eigentlich auch nochmal sagen, also dass hier Kassel als Kreisverband wirklich ein super Haufen ist. Ja? Die rocken richtig, die sind sehr kreativ, die haben sehr viele auch Know-how-Träger und von Kassel gehen sehr viele Impulse auch nach Hessen raus. Ja? Von daher, also beglückwünsche ich jeden, der hier in diesem Kreisverband sein darf. Und, wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr noch hier so reißt und ja, würde gerne den letzten Satz noch bringen, also weil man am Anfang hat ja gesagt, die Rat Spaßpartei und so, ja, und wir sind zwar keine Spaßpartei, ja, und da gibt es so ein Sprüchlein. Also da gibt es den Spruch, wir sind zwar keine Spaßpartei, aber wir haben Spaß dabei.
Stunden. Keine Angst. So, dann will ich mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Olaf Petersen und ich bin hier im Kreisverband Kasselstadt vor Ort in der Stadt Kassel. Also ist jetzt viel geredet worden und als Schlusslicht hat man es natürlich jetzt sehr schwer. Ich könnte das Ganze jetzt nochmal durchkauen. Aber was ich sagen wollte ist, aus meiner Erfahrung der letzten 9 Monate, ich bin einigen Illusionen beraubt worden. Parlamentsarbeit ist Knochenarbeit. Es ist sehr schwierig, auch wenn man gute Ideen hat. Und wir haben jetzt, denke ich, soweit die Strukturen geschaffen, dass wir jetzt verstärkt auch in die Kommunalpolitik unsere Ideen einfließen lassen können, aber als Anschluss für die Grünen auch gute Ideen anderer Parteien gerne stellen. Gemeinsam. Und ich denke, damit wäre soweit mal alles gesagt. Und jetzt sage ich die wichtigsten Wörter. Ich wünsche euch einen schönen Abend und das Buffet ist eröffnet.